Erzpresse ist die Ursprungspresse, also das, was vor der Presse war und nach der Presse kommt. Also die Demokratenpresse, das ist ja so ein Zwischenspiel, ein ziemlich langweiliges. Und irgendwann kommt eben die Erzpresse, das ist das Nächste, das geile Ding, die versachlichte Presse. Dann gibt es nur noch eine Zeitung und die wird das Geilste bringen und fertig. Die durchdemokratisierten Menschen, die Ideologen, kommen hier rein, werden entideologisiert, entdemokratisiert und gehen dann als Spielmaterial der Zukunft wieder raus. Also es ist wie so eine Presse. Du wirst einmal hier durchgeschüttelt, gepresst, wenn die Leute sich darauf einlassen. Die meisten sind so gehirngewaschen, denen kannst du nichts mehr anbieten. Das sind schon Zombies, ja, die meisten. Und hier steht ja auch, die Diktatur der Kunst braucht keine Meinung. Nicht? Und also wenn die Bild-Zeitung oder irgendeine Zeitung sich komplett versachlichen würde, wäre sie die einzige Zeitung der Welt. Im Moment denken die Leute, es ist andersrum. Je individueller du wirst, desto geiler ist es. Nee, es ist umgekehrt. Du musst dich formieren, indem du der Kunst gehorchst und dann wird es ganz sachlich und dann fällt alles weg, was überflüssig ist. Ist das gerade? Diktatur ist per se nichts Negatives, nur wenn sie von Menschen kommt. Nicht? Also die Atmung zum Beispiel, ich atme, das ist diktatorisch. Ich muss atmen. Atmung ist ein Diktator. Also wenn der demokratisch wäre, der Atem, dann würde ich ja sterben. Oder wenn mein Herz sagen würde, ich schlage jetzt mal demokratisch, mal so, dann hätte ich einen Herzschlag. Aber es ist eben sachlich, nicht? Also Menschendiktatoren sind natürlich meistens ziemlich zukunftsunfähig, egoistisch, ja. Und haben dann hier ihre Zeit und dann, okay. Ja. Aber es gibt Dinge, die sind stärker, das ist nämlich die Sache. Also Kunst ist stärker. Oder die Insekten, eine Mücke. Die werden uns überleben, die sind einfach stärker. Die sind.